Also wie ihr sehen konntet, haben wir zufällig Zwillinge gefunden hier. Und unsere App besteht aus drei Teilen. Wir haben einmal unseren intelligenten Getränkeautomat, unsere App und unsere Dashboards. Wir haben mit Tinkerforge ein Redbrick eingebaut, mit dem wir den TFT-Display ansteuern, der dann einen QR-Code generiert. Und in dem QR-Code sind einmal die Daten für die Bezahlung hinterlegt und für das Inventar des Automatens. Dann kommt der Kunde, scannt den QR-Code und bekommt quasi die Daten für die Bezahlung. Das wird von unserem Dienstleister Google wurde zum Beispiel durchgeführt. Und unsere Daten fürs Inventar gehen dann in die Cloud, wo wir dann quasi unsere Dashboards mitfüttern. Die Cloud haben wir mit Hilfe von Heroku aufgebaut und können damit quasi die Übersicht für alle Vendor-Machines relativ einfach gestalten. Wir sind InVendory, wir machen eine Payment-App, mit der man Cloud-Inventory durchführen kann und zum Schluss noch Big Data Dashboards erstellen kann. Dankeschön. Wow. Gibt es Fragen? Soweit keine Frage. Habt ihr euch den Markt mal angeschaut, was es an automatischen Verkaufsmaschinen gibt? Oder habt ihr einfach mal probiert? Also wir haben jetzt keine Statistiken dafür leider, aber wir haben natürlich brainstormt. Es gibt Getränkeautomaten, es gibt Automaten, Kaffeeautomaten in der Kantine, am Bahnhof. Also schätzungsweise ist da schon ein Potenzial für da, das auch dann mal umzusetzen. Aber wir haben jetzt keine Statistiken für da. Okay. Habt ihr auch darüber nachgedacht, ob man die bestehenden Automaten vielleicht möglichst einfach da aufrüsten kann? Also das ist ja quasi auch einer der Clues von dieser Idee, dass wir einfach die Software nachrüsten mit Automaten, die bereits einen TFT-Bildschirm haben, weil wir quasi das Smartphone als Gateway benutzen. Also das heißt, wir müssen Vendor-Machines nicht in irgendwelche Netzwerkkabel verlegen und wir müssen auch keine Cellular-Netzwerke aufbauen. Im Prinzip können wir einfach das Smartphone benutzen. Danke. Super.